Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. In der letzten Folge haben wir annähernd alle Quests in Karaskaladon gemacht, bis auf ein paar Ausnahmen, Buch der Taten. Aber die werden wir jetzt hier hinter uns lassen, genauso wie das Elbenreich hier. Und wir werden uns aufmachen Richtung Düsterwald. Da freue ich mich sehr darauf, weil die Karte zumindest schon mal sehr vielversprechend aussieht. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr an dieses Gebiet. Von daher, entweder war es wirklich so schlecht, dass ich mich nicht mehr erinnern will daran, oder es ist halt schon so lange her, aber zumindest ne, die Symbole und wie das alles hier aufgebaut ist, es sieht sehr, sehr unterschiedlich aus. Das heißt, viele schöne neue Gebiete, freue ich mich sehr darauf, auf den Bereich. Bevor wir das aber machen, haben wir gesagt, wir wollen noch ganz kurz hier in diese Belohnungsleiste reinschauen. Und dafür habe ich mir noch ein paar so Vermächtnisrunen geholt. Ich will einfach nur mal gucken, wie viel Vermächtnisrunen muss ich eigentlich investieren, um hier mal vorwärts zu kommen. Ich habe ja noch ganz viele mehr bei mir auf der Bank. Aber wenn ich die natürlich alle verbrauchen muss für einen Durchgang hier, dann ist das natürlich schon sehr heftig. Was ich jetzt nicht hier quasi dann mir holen kann, sind wahrscheinlich diese legendären Dingsbums hier, Shiften oder was das sind, weil ich ja schon so viele Punkte habe, dass ich hier schon am Limit bin. 12.800 von 10.000. Aber dass die jetzt verloren gehen, nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Und wir gucken jetzt mal so eine... Wir fangen mal klein an mit einer 1.000er. Wie viel macht das jetzt hier? Ist da irgendwas passiert jetzt gerade eben? Hat sich da irgendwas... Ich weiß auch nicht, welcher Balken sich jetzt hier füllen muss. Wahrscheinlich der lila Balke hier oben. Okay, bei 1000 hat sich schon mal gar nichts getan. Wir machen mal 2000. Ich behalte den Balken im Auge. Oh, ganz minimalst. Was zum Henker, ganz minimalst. Habt ihr das gesehen? Da tut sich ja gar nichts. Das ist ja ein Pixel. Ich habe hier noch 1500. Gut, das sind sehr kleine Dinger natürlich. Ich mache mal alle gleich. Okay. Na gut, das ist natürlich etwas underwhelming hier. Ich habe jetzt noch zwei 31.000er hier. Ja, da ist ein bisschen mehr, aber selbst, ich dachte ja, wir schaffen ja mindestens eine Stufe. Wie soll ich denn da auf Stufe 100 kommen? Ich bin gerade etwas, ne, demoralisiert, möchte ich sagen. Wenn ich alle meine Vermächtnisruhen, die ich auf der Bank habe, einsetze, komme ich wahrscheinlich irgendwie vielleicht auf 10, Stufe 10 oder so. Was zum Henker? Kann man hier, man kann auch mit Mithril-Münzen bezahlen. Ich mache das jetzt einmal mal. Ich habe, glaube ich, noch ein paar. Markstein kaufen für 10. Ach so, oh, was für Lumpen. Nicht eine, sondern 10 Mithril-Münzen. Ich weiß ehrlicherweise nicht. Ah, ich habe 118, habe ich aktuell noch. Okay, wir investieren jetzt mal diese 10 Mithril-Münzen. Auch wenn ich kein Freund davon bin. Aber ich will mal ganz kurz hier weitergehen. So, das ist ein Punkt, den wir jetzt hier haben. Ein Punkt, Leute. Was zum Henker. So, und jetzt habe ich hier... Ah, jetzt habe ich die Truhe bekommen. Das heißt, ich habe doch keine Verluste. Weil ich die Truhe ja nicht öffnen muss. Ja, Geleko Miamosch. Wow. Das ist so gar nicht, was ich jetzt hier ehrlicherweise erwartet habe. Aber gut, ne? 2 Monate, 7 Stunden. Das läuft ja jetzt schon länger, wenn mich nicht alles täuscht. Sind es nicht 3 Monate sogar? Ja, wird alle 3 Monate zurückgesetzt. Aber trotzdem hier, da sehe ich ja überhaupt kein Land, irgendwie in diese 100er-Grenze zu kommen mit dem Bergesel. Gibt es hier noch irgendwo zwischendurch ein weiteres Tier vielleicht? Lauter so Schriften, Muster, lauter so Krimskrams, den
der mich nicht interessiert. Unvergleichliche Truhe des Schwerts von Azog. Ein gebrochener uralter Talisman und die Zierwerkswaffe Schwert von Azog. Okay, also hier nochmal bei 75. Wahrscheinlich bei 50 nochmal. Ja, mei, oh mei, oh mei. Was ist das? Unvergleichliche Truhe des tanzenden Hobbits. Hobbit-Tanz. Ob das ein anderes Emoji ist, wie das, was man normalerweise lernen kann. So, bei 25 wahrscheinlich nochmal. Gil-galad. Einrichtungsgegenstand, okay. Ja gut, also. Dann würde ich sagen... Ja, ich kann ja mal gucken, was ich noch so an Vermächtnisruhen zu Hause habe. Ich habe ein paar, die ich aktuell nicht nutzen kann, weil die irgendwie ab 130 erst gehen, also Level 130. Aber ansonsten habe ich halt auch noch ein paar. Aber das sind bei weitem. Ich meine, ich habe schon ein bisschen gesammelt natürlich, aber das sind bei weitem nicht, bestimmt nicht so viel, dass ich da irgendwie auch nur vielleicht in die, keine Ahnung, 25er Stufe komme. Die musst du ja richtig farmen, habe ich das Gefühl. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Na gut, wir müssen nochmal zu den Weinbergen jetzt. Eieieiei. Ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt, ehrlicherweise. Aber gut, es ist halt wahrscheinlich einfach dafür gedacht, dass du vielleicht dann doch die Mithrilmünzen investierst und dadurch dann ein bisschen Geld im Online-Shop ausgibst. Nachdem ja jetzt eh dieser große Patch war, der so viel freigeschaltet hat für die Free-to-Play-Spieler, was halt echt Wahnsinn eigentlich ist. Da kann man den Entwicklern schon auch mal ein bisschen was gönnen im Shop. Also, ne, sie haben das meiner Meinung nach aktuell ja immer noch sehr, sehr, sehr fair gehalten. Diese Shop-Sache, also dass man halt so kosmetische Sachen hat, aber natürlich auch ein bisschen zum Aufsteigen. Ich glaube, die haben eine gute Balance hier gefunden, wie man quasi Free-to-Play anbieten kann und trotzdem aber mit dem Online-Shop noch ein bisschen hier entsprechend Geld verdient. Ich bin vielleicht auch ein bisschen biased hier in der Sache, weil ich natürlich Herr der Ringe Online schon so lange spiele und sehr gut finde das Spiel immer noch. Von daher, das ist, ja. Aber sie müssen halt irgendwie Geld verdienen. Wenn durch die Abos nichts mehr reinkommt oder fast nichts mehr reinkommt oder nicht viel reinkommt, dann muss man halt hier entsprechend Inhalte bereitstellen, aber dann halt auch die Angebote im Online-Shop bereitstellen. Was ist denn eigentlich das hier? Bereitet auf den Kampf vor. Auswahlkiste mit Attributsschriften. Okay. Ja. Brauchen wir aktuell nicht, würde ich sagen. Wir gucken mal ganz kurz rein, was hier noch so ist. Schicksal von Gundabad habe ich hier noch. Die Klasse Schläger. Ah, okay, habe ich mir noch nicht geholt. Ich bin ehrlicherweise überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden. Mittlerweile ist... Es ist so schade, ne? Weil ich würde natürlich schon ganz gern mehr Zeit investieren in das Spiel. Aber dadurch, dass ich so viel anderes Krimskrams noch machen muss, komme ich halt wirklich nur dazu, das Spiel zu spielen, wenn ich die Let's Plays aufnehme. Und ansonsten, alles andere geht so irgendwie ein bisschen an mir vorbei und ich bin halt nicht mehr so im Thema drin, was sehr schade ist, weil mittlerweile schon so viel Zeug drin ist, von dem ich nicht mehr weiß, was das überhaupt ist, wo das ist, was das ändert und so weiter und so fort. Verständlicherweise, ne, die Entwickler hauen ja immer neues Zeug raus, müssen sie ja auch, damit man entsprechend auch hier im Spiel bleibt, also für die Spieler, die schon ein bisschen länger dabei sind. Was ist denn los? Pfeift er dreimal gleich. Aber für jemanden wie mich, der halt nur wirklich für die Let's Plays hier reinguckt und noch spielt, ist es halt echt schwierig, dem Ganzen noch zu folgen dann. Na gut. Also, jetzt gehen wir mal Richtung der Anliegehäfen. Also, wir werden uns verabschieden, liebe Freunde. Das war's mit Karas Galadon und Lothlórien fürs Erste. Wir werden wahrscheinlich ab und zu nochmal zurückkommen. Auch hier oben, wir sind durch. Wir sind jetzt aktuell bei Folge 35, 36 müsste das jetzt sein. Und das ging ehrlicherweise schneller, wie ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass wir hier schon irgendwie 100 Folgen brauchen. Aber da habe ich die Quests ein bisschen, sag ich mal, unterschätzt. Und wir sind natürlich auch stufenmäßig so gut aufgestellt, dass wir uns hier durch die Quests auch schnell durchschnetzeln konnten. Aber das heißt für uns, es bleibt jetzt mehr Zeit für den Düsterwald plus...
Wir haben ja auch noch gesagt, wir wollen nach Westen zurück, Richtung Heimat hier, in die fernen Auen hier hoch und in Breland zum Wildwald. Die beiden Sachen würde ich ja auch noch gerne anschauen. Die Frage ist nur, machen wir das vor dem Düsterwald oder nachher? Ich hätte gesagt, wir machen erst den Düsterwald und anschließend dann, weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt dauert im Düsterwald, und anschließend dann die Quests im Auenland. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt sehr lange dauert, dann sind wir irgendwie bei Folge 100 in dieser Staffel oder 120 und dann noch rüber Richtung Auenland und Breland, wo es dann auch nochmal irgendwie 50 Folgen gibt. Es wird dann schon eine Mega-Staffel, möchte ich mal anmerken. Ne? Aber gut, ist okay. Vielleicht sollte ich nicht so viel quatschen. Oh, da sind die besoffenen Elben wieder. Vielleicht sollte ich nicht so viel quatschen und lieber spielen. Dann hätten wir auch mehr Zeit, um mehr zu erkunden. Was ist hier los jetzt? Einschränkung der Wahrnehmung. Ja, irgendwie hängt der Server heute. Es ist heute Samstag, wo ich aufnehme. Und irgendwie hängt aber der Server ein kleines bisschen. Gut, wir müssen... Wo muss ich denn hin? Ich muss hier rüber. Mit wem muss ich denn sprechen hier? So, Boot zum Düsterwald, oder? Das müssen wir machen. Dann machen wir uns jetzt auf Richtung Osten. Genau. Und Richtung Düsterwald. Relativ unspektakulär das Übersetzen hier. Aber die Lichtstimmung ist gleich mal schön gedämpft hier, wie man hier sehen kann. Wir haben aktuell hier... Ah, ist das eine eigene Instanz? Ah, das ist eine eigene Instanz. Sieht er das? Sieht er nicht, weil mein Kopf davor ist. Da steht jetzt nicht irgendwie Vormittag, Nachmittag oder so im Tooltip. Sondern wir sind hier wahrscheinlich wieder in so einer Vorinstanz, wie es bei Modia auch war. Und wir befinden uns hier unten am Anduin an der Dunkelsenke. Also dieser Kartenabschnitt ist einer der schönsten gezeichneten Kartenabschnitte. Genauso stelle ich mir eine Herr der Ringe Online-Karte auch vor. Und wo war denn mal so ein Negativbeispiel? Wir hatten noch irgendwann mal... War das denn... Bin mir nicht mehr sicher, wo das war. Aber es gibt so bestimmte Kartenabschnitte, die sind so schwer zu lesen. Ich glaube, das war aber eher hier unten Richtung Rohan oder so. Ja, wobei, das geht schon. Das geht schon. Aber ich finde gerade dieser Kartenabschnitt hier, wo du so auch die unterschiedlichen Gebiete siehst, die Regionen siehst, richtig gut gemacht. Es ist übersichtlich. Du weißt, wo du hin musst. Es sind keine verschiedenen Ebenen, soweit ich das jetzt hier erkennen kann. Für einen alten Mann wie ich, der einfach nur geradeaus durch will. Perfekt. So, wir gucken mal. Da ist ein Provisionneur. Ich fürchte, wir eine Provisionneurin. Belagert. Und dann gucken wir mal, mit wem wir sprechen müssen hier. Wen haben wir denn hier? Voraussetzung Rufstufenrang neutral bei Maledrim. Also, wir haben eine neue Rufstufe hier im Düsterwald. Und wir werden mal mit euch jetzt allen sprechen. Okay, wenn sie... Da läuft sie einfach weg. Wollt ihr eigentlich mit der Dame sprechen hier? Ivorel, Kundschafterkommandeur. Expedition, Verständigungsprobleme. Bleibt noch einen Moment. Ich habe eine kleine Herausforderung für euch. Seht ihr die ganzen Ork-Festungen dort draußen? Sie verständigen sich mit Hilfe von geschulten Meldern, üblicherweise Billwissen, die zwischen den Festungen Nachrichten übermitteln. Besiegt diese Melder, damit die Kommunikation zwischen den Festungen unterbrochen wird. Wenn ihr Glück habt, fangt ihr sogar die ein oder andere Nachricht ab, obwohl die Melder deren Inhalt normalerweise auswendig lernen, um solche Probleme zu verhindern. Sobald ihr meine Bitte erfüllt habt, kehrt zu mir zurück. 3 Bildsmelder und Überbrückung. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Was meint ihr? Wie dem auch sei, Fulgam hat mir aufgetragen, unliebsame Überraschungen aus dem Süden zu verhindern. Davon ist ein kleiner Fluss mit ein paar Brücken, die zu den Ork-Lagern auf der anderen Seite führen. Wir haben nicht genügend Truppen, um diese Stellungen anzugreifen. Also werden wir die Brücken erobern, damit die Orks sie nicht überqueren können. Ihr seid doch in der Lage, eine solch simple Aufgabe zu lösen, oder? Westliche Brücke und östliche Brücke erobern. Dann, jetzt hat die Dame wieder einen Ring hier.
Bleibt noch einen Moment. Pflege für die Gefallenen. Uns bleibt nur wenig Zeit, ehe weitere Verwundete eintreffen oder die am schwersten Verwundeten ihre Reise in den Westen antreten. Wir konnten bisher nicht einmal unsere Vorräte auspacken. Während der eiligen Ankunft hier haben diese Narren das Verbandszeug irgendwo unter dem restlichen Nachschub abgelegt. Ihr müsst unbedingt die Verbände inmitten der anderen Vorräte finden und euch dann um so viele Verwundete wie möglich kümmern, und zwar schnell. Ja, dann machen wir das vielleicht gleich zuerst, weil das sieht ja relativ unspektakulär und einfach aus. Einfach nur die Vorräte bzw. die Verbände suchen. Und dann die Verwundeten pflegen. Sag mal, wo sind denn die ganzen Sachen hier? Da ist ja gar nichts drin. Lauter militärisches Zeug hier. Geht noch eine? Ah, da oben ist ja auch noch ein Ring, sehe ich gerade. Da oben ist ja noch ein weiteres Lager. Das ist der Hauptlager hier oben. Mit Furgams Gehilfen hier. So, wir haben die Verbände und müssen dann wahrscheinlich hier unten Leute heilen. Hier unten machen wir gleich. Furgams Gehilfe, Maledrim Offizier. Vorwort, Angriff auf die Tore. Tollfuß, die Orks Worte. Haben zwei Verteidigungsstellungen am Ufer des Anduin errichtet. Durbuz-Statsk, das direkt im Norden von uns liegt, und Faluk etwas weiter im Süden. Eine unserer ersten Aufgaben ist es, eine der beiden Festungen auszuschalten, damit unsere Landung nicht behindert wird. Ihr müsst unseren Truppen beim Angriff auf die Festung helfen, vor allem bei den Angriffen auf die Tore. Begebt euch zu einer der beiden Festungen, nehmt das Tor ein und verteidigt es, solange es geht. Wir werden so schnell wie möglich Verstärkung schicken. Okay, dann erschöpfte Vorräte. Die Schlacht läuft bislang gut für uns, doch die Orks hier in der Nähe harren zäh in ihren Festungen aus. Die scheinen auch größere Vorräte für eine längere Belagerung angelegt zu haben, falls es dazu kommen sollte. Aber wir können es uns nicht leisten, so lange hier zu bleiben, sonst werden wir von der Macht Dol Guldurs wieder über den Anduin zurückgedrängt. Ich bitte euch, kämpft euch in diese Lager vor und zerstört deren Vorräte. Dadurch erreichen wir zweierlei. Ihre Verteidigung wird geschwächt und die Orks können ihren wertvollen Nachschub bei einem Rückzug in den dunklen Turm nicht mitnehmen. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr die Aufgabe erfüllt habt. Und ohne Führung fallen sie. Hört meine Worte. Die Schlacht ist nun in vollem Gange, Tollfuß, doch die Uhr läuft gegen uns und wir müssen den Feind unbedingt so schnell wie möglich besiegen. Die Orks und Bilwisse hier in der Dunkelsenke werden von Befehlshabern der Urukai in den Kampf getrieben. Ohne diese starken Anführer, die sie bedrohen und in die Schlacht treiben, wird der Rest in ein einziges Durcheinander geraten und wegen unserer Stärke vor Furcht erstarren. Bekämpft alle Urukai, auf die ihr trefft. Jeder besiegte Uruk bedeutet einen schnellen Sieg für uns. Wunderbar. Oh, da stehen die ganzen Soldaten hier. Sehr schön. Das ist ein richtig kleiner Vorposten jetzt hier. Also wirklich, wirklich sehr klein. So, wir heilen mal noch die Verwundeten hier unten. Helfen hier im Lager noch etwas mit und dann geht's raus zum Kampf hier. Der Elb verzieht lautlos sein Gesicht, als er versucht, die Blutung seiner schweren Bauchverletzung zu stoppen. Nachdem ihr euer Bestes getan habt, geht ihr weiter, doch ihr bezweifelt, dass er die Nacht überleben wird. Oha. Was ist denn mit deinen Füßen hier passiert? Achso. Dieser Soldat kann kaum atmen und kein Wort sprechen. Ihr bemerkt, dass die linke Seite seiner Brust durch einen enormen Stoß fast zermalmt wurde. Ihr verbindet einige seiner weniger schweren Wunden, damit es ihm später etwas besser geht, aber er liegt eindeutig im Sterben und jede Hilfe kommt zu spät. Heieiei, das ist aber eine sehr traurige Situation hier, Leute.
Danke, das hätte ich selbst nicht so gut hinbekommen, auch wenn mein Arm nicht gebrochen wäre. Ich danke euch von Herzen, die Blutung scheint dadurch gestoppt worden zu sein. Okay, wir können wenigstens einigen Leuten hier ein bisschen helfen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Eure Pflege für unsere Soldaten kommt zur rechten Zeit und wird hoch geschätzt. Nach etwas Ruhe und Pflege sollten die meisten von ihnen nach Los Lorien zurückkehren und sich dort in wenigen Tagen erholen können. Mit den anderen werden wir in ferner Zukunft im äußersten Westen wieder vereint sein. So, jetzt haben wir hier gleich mal Punkte bekommen. Vollbringt Aufgaben im Düsterwald. Kommt noch dazu. Passt. Und damit haben wir jetzt diese Aufgabe hier, diese Buch 9 Aufgabe, heißt ja nur, dass wir dem Fulkam helfen müssen. Das heißt, wenn wir diese drei Vorwortaufgaben abgeschlossen haben. Also wir müssen aktuell nach Norden, nach Süden und nach Osten und hier in dem Bereich ein bisschen tätig werden. Ja, es ist doch kein so kleines Gebiet, wenn man mal bedenkt, wir haben uns jetzt nur in dem kleinen Bereich aufgehalten. Na gut, wir machen das in der nächsten Folge. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Süden. Werden dort mal... Oh, komme ich hier hoch? Ja. Werden dort dann erstmal für ein bisschen Ruhe sorgen. Und uns jetzt hier... Oh, da vorne ist die Burg. Werden uns dann hier in diese Richtung bewegen. Und es sieht sehr, sehr, sehr trostlos aus, liebe Freunde. Ach, da ist auch eine dicke, fette Burg hier. Ist das hier... Welche Burg ist das? Ist das die hier? Oder die hier? Wahrscheinlich eher die hier. Es sieht sehr trostlos aus, aber es ist nun mal der Düsterwald und nicht der gute Launewald. Aber auch eine schöne Abwechslung, finde ich, zum bunten, goldenen Wald von Los Lorien. Von daher, jetzt wird es wieder ernst. Jetzt geht es hier in die Schlacht und wir werden hier die freien Völker von Mittelerde verteidigen in der nächsten Folge.